Hallo Imkerfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video wollen wir uns gemeinsam das Sicula-Reinzuchtvolk anschauen, eine Apis mellifera sicula aus Sizilien, original. Das Volk ist ein bisschen stichig wie alle sizilianischen Bienen, aber ich hoffe, heute geht es ohne Schutzbekleidung. Das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß dabei! Die sizilianische Biene Apis mellifera sicula oder auch Sizilianer genannt, ist die einzige in Sizilien ursprünglich heimische Honigbiene. In früheren Jahren vermuteten Wissenschaftler eine nahe Verwandtschaft zur dunklen Biene. In jüngerer Zeit dagegen gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Sicula ihre Vorfahren in Afrika hat. Mit den afrikanischen Bienen teilt sie das hektische Verhalten und die Stechlust bei kühleren Temperaturen. Mit der dunklen Biene dagegen das dunkle Äußere und die Widerstandskraft. Ich persönlich halte es für wahrscheinlich, dass die Vorfahren mütterlicherseits aus Afrika stammen. Hierfür sprechen wohl auch genetische Analysen. Im Laufe von Jahrzehntausenden mögen aber einwandernde Bienen aus Nordeuropa über ihre Drohnen die Sicula zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Eine kleine, schwarze Afrikabiene, wohnhaft in Europa. Meine Sicula hier stammt aus Sizilien vom Züchter Carlo Amodeo, der sich sehr für den Erhalt dieser seltenen Biene einsetzt. Bei mir am Stand verhält sich die sizilianische Biene ganz anders als alle Bienen, die ich bisher kennengelernt habe. Sie zeigt ein sehr unruhiges, hektisches Flugverhalten und eine merkwürdige Verteidigung. Solange der Stock geöffnet wird, ist sie lampfromm. Sobald aber der Deckel angehoben wird, sticht sie gerne ohne Vorwarnung in die Finger. Und zwar massenhaft, dies vor allem bei kühlem Wetter. Bei Hitze dagegen ist sie gut zu handeln, wie wir hier sehen. Der kleinen hektischen Sicula wird nachgesagt, Varroa-resistent zu sein. Naja, ganz so ist es wohl nicht, aber sie zeigt ein deutlich besseres Ausräumverhalten als europäische Bienen. Zugehängte Brutfarben aus anderen Völkern räumt sie bei Varroa-Befall sofort aus, wie ich mehrfach beobachten konnte. Eine weitere Eigenschaft unterscheidet die Sicula von unseren Bienen, die Friedfertigkeit der Königinnen untereinander. In Schwärmen sind stets mehrere Königinnen vorhanden und erst bei erfolgreicher Eilage verschwinden die überflüssigen Ersatzköniginnen. So ist die Sicula eine hochinteressante Biene, die unbedingt erhalten werden sollte. Ihre Zukunft sieht jedoch düster aus, da immer mehr Backfastimker auf Sizilien diese Biene zerstören. Meiner Meinung nach hat die Sicula das Potenzial, in der künftigen Bienenzüchtung eine große Rolle zu spielen. Sie ist noch ein wahres Naturkind, wild und hektisch in ihrem Verhalten, aber auch sehr robust und gesund und überaus fleißig. Wegen ihrer etwas kürzeren Brutentwicklung und dem guten Putztrieb kann sie durchaus als Grundlage einer Varroa-Resistenzzüchtung betrachtet werden. Und ihre Brutgesundheit ist so perfekt, dass Brutausfälle praktisch nicht vorkommen. Ihre Brutflächen sind daher ideal, wie wir hier sehen.
Ja, die Durchsicht hat mich noch sehr überrascht. Viel Brut, überall auslaufende und verdeckelte Brut. Das Volk war außergewöhnlich sanftmütig heute, bei dem Wetter auch kein Wunder. Bei etwas kühleren Temperaturen kann man hier ohne Schleier fast gar nicht rangehen an die Bienen, an die sizilianische Biene. Das Volk ist nicht in Schwarmstimmung, das hat mich sehr gefreut. Trotzdem bekommt das Volk heute wahrscheinlich noch eine fünfte Zarge aufgesetzt, denn die vierte, oberste Zarge, ist fast voll. Ja, hat euch dieses Video gefallen? Klickt bitte auf Daumen hoch oder auf Abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Viele Grüße von www.nordbiene.de und tschüss.